Willkommen auf Sklavenschiff 909. Unterwegs zu Pyramid. Sie wurden untersucht. Alle bei der Festnahme erlittenen Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft. Verbleibende Reisezeit etwa 16 Stunden. Okay, okay. Falls Sie unter heftiger Übelkeit leiden oder sich erleichtern wollen. Benutzen Sie bitte das Gitter zu Ihren Füßen. Ja, verfluchte Bande. Frei von den vielen Gefahren dieser Welt. Fügsamkeit wird belohnt mit Sicherheit und Nahrung. Verweigerung wird mit Schmerzen bestraft. Achtung, Temperatur kritisch. Strukturelle Integrität 30%. Hey! Thank you.
Mist. Den schaffe ich nicht. Ich brauche meinen Kram. Klasse B, Sklaven. Erwarten Befehl. Wo ist mein Kram? Was? Wo ist mein Kram? Der Kram! Die Sachen, die ihr mir weggenommen habt! Ich darf nicht mit dir reden. Die Vorschriften. Lagerraum im unteren Rumpf. Sklave 6B58. Hilft flüchtende Gefangene. Verstoß der Stufe 1. Order. Terminiere. Sklave 6B58. Terminierung vollzogen. Kapsel 8 gestartet. Noch 7 Kapseln an Bord. Mein Motorrad. Wenigstens kriege ich mein Zeug wieder. Here.
Noch eine Kapsel? Oh, Scheiße! Oh, los! Jetzt mach schon! Oh, Idiot! Beweg dich! Los! Mein Kopf fühlt sich an, als wäre er geplatzt. Das ist das Stirnband. Was? Das Sklavenstirnband, das ich dir aufgesetzt habe. Das Ding ist von dir. Lass mich erklären. Nimm das Ding runter, oder ich reiß dir den Kopf ab. Nein. Nein? Klopfst du etwa Schwachwitze? Kommando, stopp! Was klappt? Kommando, geh weg von mir! Was zur Hölle machst du da? Ich habe ein Sklavensturmband gehackt, damit ich es mit meiner Stimme aktivieren kann. Das löst eine systemische Schmerzreaktion aus. So werden die Sklaven kontrolliert. Kannst du nicht. Hört mein Herz auf zu schlagen, egal warum. Verpasst dir das Band eine tödliche Dosis. Wenn ich sterbe, stirbst du. Oh. Warum? Ich brauche deine Hilfe. Ich komme aus einem Windfarmerdorf. Es liegt etwa 300 Meilen von hier. Alleine habe ich keine Chance. Gegen die Sklavenhändler und Max. Das ist der Deal. Bring mich zurück nach Hause, dann darfst du auch heim. Ich habe wohl keine andere Wahl. Haben wir beide nicht. Tut mir leid. Okay. Gehen wir. Kommando, bleib bei mir. Hey, was ist das für ein Zeug, das ich da sehe? Hab das Stirnband gehackt, damit du visuelles Feedback kriegst. Es ist mit deinem Schild und meiner Biometrie verbunden. Und
deine Stimme. Es ist, als wäre sie in meinem Schädel drin. Ja, wir haben jetzt eine ständige Audioverbindung. Toll. Die Landung hat dich ganz schön mitgenommen. Sollen wir weiter? Wer sind all diese Leute? Ist doch egal. Das muss eine Art Sammelpunkt gewesen sein. Ist das der Ausgang? Das muss eine Zugbrücke sein. Soll wohl Max draußen halten. Hier sind ein paar Schalter. Die andere Seite ist blockiert. Kannst du rüber und den Weg freimachen? Oh, pass auf! Was war das? Max, sei besser leise. Sie könnten in der Nähe sein. Was machen wir denn jetzt? Mach nicht so viel Krach. Oh. Oh, Scheiße. Ah. Aus dem Weg. Ich kümmere mich darum. Hierdurch könnten wir rauskommen. Kannst du das wegräumen? Verraten, wie der Plan ist? Hm.
dich schnellstens nach Hause bringen, damit du mir dieses Ding vom Kopf nimmst und ich dich umbringen kann. Ich meinte... Ich weiß, was du meinst. Siehst du den Rauch da drüben? Dort ist das Sklavenschiff abgestürzt. Als erstes gehen wir dorthin und gucken, ob meine Kiste den Absturz überlebt hat. Welche Kiste? Die einzige Möglichkeit, 300 Meilen zu schaffen. Zwei Räder und ein Motor. Schau dir das mal an. Hier müssen tausende Menschen gelebt haben. Mehr. Zehntausende? Vielleicht. Wie traurig. Was wohl aus ihnen geworden ist. Wenn wir das durchstehen wollen, musst du, wenn ich dich um etwas bitte, es auch erledigen. Und zwar sofort. Okay, ich verstehe. Gehen wir. Okay.
du da gemacht? Ist ein EMP-Puls. Habe ich von meinem Vater. Er schaltet kleine Max für ein paar Sekunden aus. Lang genug, damit ich wegkomme. Die Sicherheitstür funktioniert noch. Es muss hier irgendwo geladene Energiezellen geben. Egal. Wir sollten uns nicht ablenken lassen. Wir müssen zur Absturzstelle kommen. Max! Shh. Wir können nicht vorbeischleichen. Ich gehe rüber und lenk sie ab. Dann rennst du los. Noch nicht überstanden. Da drüben ist der Ausgang. Aber wir schaffen es nie über den Spalt. Vielleicht kann ich sie dieses Mal ja ablenken. Ich könnte einen Köder basteln. Oh. Leg ihn ab! Okay, ich hab's. Los! Es wird schwächer. Vorsicht! Okay, voll geladen! Er kann die Tür nicht hacken! Keine Deckung! Okay, überlass das mir. Ich schalte die Max aus. Schau dir den Baum an. Der ist bestimmt hunderte von Jahren alt.
Die Straße ist vermint. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich glaube, ich kann da was machen. Folge mir. Hey. Siehst du die Libellen? Du musst mir eine fangen. Wovon zum Teufel redest du da? Ich befehle es dir nicht. Ich bitte dich. Die Zweige sind ziemlich hoch. Wie wär's mit der Leiter? Wenn du mich hochhebst, könnte ich sie für dich runter befördern. Du meinst, ich soll eine der Libellen fangen? Dürfte schwer sein. Sie sind scheu und sehr schnell. Da! Da ist gleich eine. Ich markiere sie auf deinem Display. Sie ist gleich da drüben. Sie ist nur... Ja, ich weiß. Ich kann sie sehen. Ich bin noch nicht blind. Ach Gott, verdammt, halt still! Komm schon. Ja! Verdammt nochmal! Sei vorsichtig! Danke. Du blödes Insekt, ich bring dich um. Was für ein Tag. Hast du sie schon gefangen? Nein, nein, noch nicht. Ich hab sie. Ist ja super. Bring sie hier runter. Als Kind habe ich immer mit Libellen gespielt. Du nicht? Nein, ich habe sie zerquetscht. Sie haben einfache Sensoren entwickelt, um Energiequellen aufzuspüren. Ziemlich primitiv, aber für unsere Zwecke genügen sie. Halt still. Das wär's. Sie wird jetzt Daten direkt an dein Stirnband senden. Sie hat einen Kamera- und einen Sensormodus. Und? Probier's aus. Folge mir. Du müsstest die Minen auf deinem Stirnbanddisplay sehen können. Was denkst du? Ist ziemlich cool, oder? Ja. Ja, ist ziemlich cool. Kannst du mich durch die Minen führen? Ich kann nicht sehen, wo sie sind.
Das war leicht. Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Mach besser noch einen Scan. Wir haben hier ein Problem. Da sind überall Minen. Gehen wir zu dem Gebäude. Wirf mich zu dem Vorsprung hoch. Ich suche dann nach einem Weg. Da oben. Hier oben komme ich rüber. Okay. Okay, ich finde einen anderen Weg. Jetzt gut. Ich komm nicht rüber. Kannst du mir helfen? Danke. Das war ganz schön knapp. Da drüben ist ein Geschützturm. Da kommen wir nicht vorbei. Ich scanne mal. Ich erfasse eine Strukturschwäche. Wenn du nah genug rankommst, könntest du das Ding umstürzen und ihn platt machen.
Lenk ihn ab. Okay. Es wird schwächer. Vorsicht! Als könntest du an ihnen vorbeischleichen. Okay, ich bin vorbei. Immer wenn du einen Mac tötest, lade ich seinen Bauplan runter. Finde raus, wie er funktioniert. Das macht dir das Leben leichter. Wenn du mir das Leben leichter machen willst, warum nimmst du mir dann nicht dieses Ding ab? Hey!
Wenn wir schon zusammenreisen, sollten wir uns vielleicht mal miteinander bekannt machen. Also, mein Name ist Trippy Tucker, aber die meisten sagen Trip zu mir. Ehrlich gesagt werde ich immer nur Trip genannt. Und du? Ich habe keinen Namen. Du musst doch einen haben. Jeder hat einen. Nicht jeder. Wie haben dich denn deine Eltern genannt? Sie wurden bei einem Mech-Angriff getötet, als ich klein war. Ich bin in der Wildnis aufgewachsen. Allein. Na, und wie wirst du denn sonst genannt? Monkey. Ich habe gelernt, durch die Baumkronen vor den Mechs zu fliehen. In den Siedlungen, wo ich Handel treibe, nennen mich manche Monkey. Wenn du mir einen Namen geben willst, kannst du den nehmen. Okay. Monkey. Runter, bevor uns das Geschütz erfasst. Ich scanne. Ich glaube nicht, dass wir hier durchkommen. Warte. Ich habe hier eine Treibstoffquelle. Eine Energiezelle? Nein, die stammt noch von früher. Ist in dem Tank da. Sieht aus wie Erdöl. Hey, Monkey. Wenn du zu dem Geschütz hochkommst, kannst du sie übernehmen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden.
drüben. Kannst du mir rüberhelfen? Sie soll tot sein. Es ergibt sehr wohl Sinn. Das Sonnenlicht speist die Pflanzen. Die reichern das Wasser mit Sauerstoff an. Kleine Fische fressen die Algen und die großen Fische die kleinen. Ein geschlossenes Ökosystem. Wie mein Zuhause. Mein Vater hat unsere Gemeinschaft auch genau so organisiert, dass wir nie vor die Außenmauern müssen. Wir produzieren selbst Nahrung und Strom, kondensieren unser eigenes Wasser. Wir haben alles. Außer einer Zukunft. Was meinst du? Ich weiß doch, wie das läuft. Einige verstreute Stämme verbinden sich unter einem visionären Anführer. Und bald darauf werden die Sklavenhändler auf sie aufmerksam. Was offensichtlich auch passiert ist. Es war nur ein Sklavenschiff. Hat nur ein paar von uns erwischt. Und wenn andere kommen? Wenn diese Fische es schaffen, mehr als 200 Jahre zu überleben, schaffen wir es auch. Thank you.
Chip. Komm schon. Komm, du musst das Ding scannen. Wo ist die Abschlussstelle denn? Da drüben. Wir kommen näher. Müssen wir über diesen Abgrund? Mist. Siehst du den Metallturm? Vielleicht kommen wir damit rüber. Okay, ich suche uns mit der Libelle eine Route raus. Ich habe auf deinem Stirnbanddisplay eine Markierung angebracht. Wir können hier durch, aber da vorne sind Max. Wir haben wohl keine Wahl. Langsam. Direkt vor uns sind Max. Vielleicht sollten wir sie irgendwie umgehen? Kann ich nicht springen. Du musst mich werfen. Danke. Wow. Mein Herz hat so laut geklopft, dass ich schon dachte, sie hören es. Scheint, als müssten wir nach oben weiter. Du könntest mich da hochwerfen. Warum versuchen die Max uns zu töten? Mehr können sie nicht. Wir sollten weiter. Hier ist es nicht sicher. Hey! Hey!
Ich habe was gefunden. Wow. Das Zeug kann deine Wunden heilen. Alles okay? Hast du nichts gesehen? Monkey, da war nichts zu sehen. Ich drehe vor langsam durch. Das könnte an deinem Stirnband liegen. Es ist mit deinem Gehirn verkabelt. Es könnte Halluzinationen auslösen. Toll. Großartig. Das wird ja immer besser. Tut mir leid. Wir haben vielleicht ein Problem. Einer dieser Mechs hat ein Schild. Warte hier. Ich mache einen Scan. Das ist unser Weg raus. Ich markiere ihn. Mit dem Mech da auf der linken Seite stimmt was nicht. Ich glaube, sein Feuerarm ist abnehmbar. Okay, vielleicht kann ich ihn abreißen. Halt! Schiff, lenk ihn ab! Sie sind aktiviert! Es wird schwächer! Vorsicht! Okay! Voll! Lenk ihn ab! Geh zu den Lalins und nimm seine Waffe! Weißt du was? Das war gut, dass du den Feuerarm bemerkt hast. Danke. Beeil dich!
Da kann ich dich nicht rüberbringen. Oh, warte. Ich kann hier durch. Okay, ich finde einen anderen Weg herum. Hier ist eine Sicherheitstür. Gib mir eine Minute. Okay, los geht's. Wir sind fast am Metallturm. Gehen wir. Wow. Da sind aber ein Haufen Max. Warte, ich mache einen Scan mit der Libelle. Sieht so aus, als müssten wir zu der Tür. Dummerweise deckt der Geschützturm sie ab. Okay. Der Mech hat den gleichen abnehmbaren Feuerarm. Jede Menge Mechs, aber die sind nicht aktiv. Ich warte hier, bis es sicher ist. Thank you.
nicht vorbei. Warte hier. Ich werde das Ding schon irgendwie los. Warte dort. Ich komme zu dir. Geschafft. Nein, eben nicht. Ich sitze hier noch fest. Pass auf, während ich das Schloss knacke. Oh Mist! Mist, ich hab den Alarm ausgelöst! Geh an das Geschütz und gib mir Deckung! Bis ich das hier offen habe. Ich brauche nur noch ein paar Sekunden. Verdammt, das ist schwerer als ich dachte.
werde hier sterben, oder? Genau wie alle anderen. Das werde ich nicht zulassen. Der Metallturm. Wir sind fast da. Da unten sind Max. Um die kümmere ich mich. Los darunter. Von hier aus kommen wir wieder raus auf die Straße. Komm schon, Monkey. Gehen wir. Muss dich irgendwie anders rüberbringen. Warte hier. Hä? Du willst mich hier allein lassen? Woher weiß ich, dass du wiederkommst? Wenn du stirbst, sterb ich, hä? Ja. Also? Also komme ich wieder.
habe Angst. Es gefällt mir nicht. Nur keine Bange. Lass mich einfach klettern, ja? Thank you.
Monkey, was ist denn passiert? Nur schon wieder so eine Störung im Stirnband. Okay, ich bin jetzt oben auf dem Gebäude und fast am Metallturm. Ich glaube, ich kann mit diesem Metall eine Brücke bauen. Du solltest doch da bleiben! Hey Trip, hörst du mich? Monkey, Hilfe! Was ist los? Er ist aus dem Nichts gekommen. Ich habe mich bloß umgesehen und... Wow. Reg dich ab und erzähl mir genau, was passiert. Schon gut, ich sehe schon. Bleib ganz ruhig. Beweg dich nicht. Monkey, Hilfe! Okay, ich komm dich holen. Trip, benutzt das Zeug, das ich runtergeworfen habe, um rüberzukommen. Das Vieh bleibt nicht lange unten. Okay. Durch! Ich komme! Leiser, komm jetzt! Es war so schrecklich, ich muss deine Atem zu... Komm vorne! Oh, Mann, die Hälfte, das ist Leiser, los! Los. Oh mein Gott! Er kommt näher!
Trip? Trip, wo bist du? Ich bin okay. Okay, ich komme. Weiter. Monkey, ich habe einen Ausweg gefunden. Eine Energiezelle. Na. Ich muss da hoch. Aber der Mech ist noch draußen. Komm schon, gehen wir weiter. Monkey, das ist eine Energiezelle. Zu wertvoll, um sie da zu lassen. Bitte, hilf mir irgendwie da hoch. Okay. Aber machen wir schnell. Lass mich einen Scan machen. Dort ist der Kontrollraum. Wir müssten die Trümmer hochklettern können. Oh, bevor wir hochklettern, musst du die Mechs beseitigen. Hab eine Schwäche beim Mech entdeckt. Ich warte hier auf dich.
du diese Energiezelle da? Wir müssen da hochklettern. Okay, wirf mich hoch. Ja. Ja, da ist eine Energiezelle drin. Ich muss sie nur irgendwie abkriegen. Wieder so eine Störung. Was hast du gesagt, Monkey? Ach, nichts. Ich werde mich mal umsehen. Okay. Okay, ich glaube, das schaffe ich. Die Energiezelle ist mit einem elektronischen Schloss gesichert. Also, ich muss das ganze System hochfahren, um es zu umgehen. Das sollte nur ein paar Minuten dauern. Hoffentlich bleibt uns noch Zeit. Schalt es ab! Was in aller Welt machst du? Doch machen? Wenn du die Beleuchterbrücken ausrichtest, müsstest du hochklettern können. Warte, ich mache einen Scan. Okay. Siehst du diese Schalter? Die sind für die Beleuchterbrücken. Davon gibt's 3 Stück. Und wenn du sie am Gerüst ausrichtest, solltest du rüberkommen.
aber die dritte Leuchterreihe ist noch unten. Du musst alle drei auf eine Höhe bringen. Warum folgt mir dieses blöde Licht die ganze Zeit? Keine Ahnung. Gehört wohl zum Unterhaltungsprogramm. Kommst du jetzt an den Schalter ran? Geschafft. Du kannst zum Gerüst hochklettern. Wenigstens haben wir die Zelle. Nicht wie raus hier, bevor das Vieh sich losreißt. Hey, warte mal. Wir scannen ihn. Bist du irre? Den Hund scannen? Das ist noch nicht tot. Vertrau mir. Gehen wir.